Hallo, mein Name ist Agnete Sabak und ich arbeite seit über 25 Jahren mit den Produkten von Faber-Castell. In dem Fall jetzt Albrecht Dürer, das ist wasserlösliche Farbe. Man sieht es daran, dass sie so ganz leicht achteckig sind. Und die Polychromos sind im Grunde genommen entsprechend von der Farbskala. Die sind rund und die sind wasserfest. Das ist wunderbar, weil man kann ganz tolle Kombinationen finden. Man kann damit Lettering machen, schreiben, malen, alle möglichen Sachen. Es ist ganz wunderbar. Man braucht keinen Filzer dafür. Man kann also sich da austoben wie verrückt. Ich zeige euch mal verschiedene Möglichkeiten. Das wäre jetzt zum Beispiel ein Antikaffett-Alphabet in ganz vielen verschiedenen Versionen, immer mit diesen beiden Stiften gearbeitet. Hier ist es eine herbstliche Interpretation. Da habe ich mit einem Fineliner vorgearbeitet, im Lettering-Stil. Das Thema ein bisschen herausgeholt. Das ist eine Kombination wieder aus beiden Farben. Hier haben wir auf dem etwas dunkleren Papier einfach mal das Thema Workshop durchgearbeitet. Das ist rein mit Polychromos. Es leuchtet wahnsinnig auf den dunkleren Papieren, hat also einen ganz eigenen Reiz. Was wir auch noch kurz machen, ist das Thema Polychromos unten und darüber mit Albrecht Dürer drüber. Das ist also die wasserlösliche Version und darunter ist dann das Fettige von dem Wasserunlöslichen. Das heißt, da kann man auch noch Effekte rausarbeiten, die man zum Beispiel mit dem Filzer gar nicht erzielen kann. Ich fange jetzt mal mit dem hier an, einfach um zu zeigen, wie wunderbar einfach und schön man damit arbeiten kann. Ach, ich habe noch was vergessen. Wir gehen auch gleich nochmal rüber, einfach um euch nochmal zu bedeuten und zu zeigen, wie wunderbar die Farben leuchten auf dunkleren Farben. Zeige ich euch einmal den Goldton. Ich zeige euch jetzt mal einfach einen Buchstaben, den man jetzt damit arbeitet. In dem Fall machen wir jetzt mal das G. Das arbeite ich jetzt mal vor. Das ist mit wasserlöslicher Farbe. Gehe ich noch mal ein bisschen rüber mit der wasserfesten. Gibt jetzt schon einen schönen Leuchteffekt, wie ihr seht. Wichtig ist, dass ihr euch vorher ein bisschen überlegt, was soll hinterher stehen bleiben, also zu sehen sein. Und was wird durch das Wasser natürlich auch wieder ein bisschen verflüssigt. Das ist jetzt die wasserlösliche Version. Und das Grüne war wasserfest. So, jetzt male ich das einfach mal erstmal aus. Es hat auch einen schönen Effekt. Also man kann es auch so stehen lassen, theoretisch. Aber ich will ja diese Mischung euch zeigen. Jetzt nehme ich wieder die wasserlösliche Version mit rein und bereite sozusagen schon mal einen Farbverlauf vor. Das reicht so. Dann gehe ich mit dem Pinsel und fange an, miteinander zu verblenden, nennt man das ja heute. Also man kann auch einfach sagen, vermischen. Ja? Kann man auch ruhig großzügig sein, weil je nasser das Ganze ist, so eher kann man jetzt zum Beispiel auch wieder ins Nasse reingehen und nochmal mehr Effekt reinarbeiten. Ja? So, und jetzt gehen wir ein bisschen, weil wir ja einen leichten Farbverlauf haben wollen, der noch ein bisschen stärker ist, ruhig nochmal mit einem dunkleren Ton rein. Ich finde es auch ganz schön, wenn es hier auch ein bisschen so sketchy ist, also nicht perfekt. So, und dann ist Weiß immer gut, weil Weiß hilft immer auch beim Blenden. Ne? Weiß hat ja in dem Fall dann keine richtige Farbe, aber hilft dann sozusagen, weiche Übergänge zu schaffen. Lassen wir jetzt erstmal ein Momentchen antrocknen und gehen mal rüber zu dem anderen Beispiel, was ich euch gesagt habe. Man kann ruhig parallel mal Sachen ausprobieren, damit man auch jetzt sehen kann, was alles möglich ist. Ich mache mir einfach einen Kasten, das ist einfacher, dann sieht man es besser. Da gehe ich jetzt mit einem wasserfesten gelben Polychromos jetzt wieder drauf und mache zum Beispiel mal eher im kalligraphischen Stil ein R. Und dann kann man noch ein paar
Ranken drumherum setzen zum Beispiel. Ich sage euch nachher, warum ich das jetzt mache, aber jetzt machen wir es erstmal ohne weitere Verraten, was ich hier treibe. Jetzt habe ich das ein bisschen präpariert. Das heißt, ich habe lauter wasserlösliche Farben so ein bisschen miteinander in den Einklang gebracht. Darunter, nur zur Erinnerung, war ja das andere wasserfest. So, jetzt ist das schön, weil man jetzt kann man nämlich oben drüber einfach mit dem Pinsel arbeiten und darunter das bleibt bestehen. Ihr seht es schon. Das heißt, es ist ein sehr schöner Effekt, der durch diese Arbeit entsteht. Es verläuft alles ein bisschen ineinander, die Farben, die ich gerade so vorher nur schraffiert hatte. Ich finde, es sieht so schon schön aus, aber eigentlich kommt nachher noch ein weiterer Effekt dazu, den wir aber erst nach dem Trocknen sehen können. Deshalb gehen wir einfach hier wieder rüber und gucken mal, ist das trocken? Ich würde sagen, es geht schon. Und jetzt setzen wir wieder Akzente. Jetzt können wir hier nochmal rangehen und richtig schön Schatten malen, ohne dass der verläuft zum Beispiel. Wir können reingehen, Streifen, Muster, alles Mögliche reinmalen, ohne dass es verläuft und trotzdem hat es eine ganz eigene, wunderbare Optik. Schatten nachziehen und das Ganze leuchtet und was ganz besonders ist, es ist natürlich alles lichtecht bis wer weiß nicht wie vielen Jahrhundert Jahren. Ich kann es wirklich bezeugen, ich mache das seit über 20 Jahren, selbst wenn ich ein Fenster, ein Schaufenster habe, es ist kein Problem, es bleibt genauso bestehen. Jetzt gehe ich hier nochmal rüber, man kann ruhig mit einem ganz normalen Taschentuch auch abtupfen, dadurch kriegt man manchmal auch tolle Effekte, also auch das ist eigentlich kein Problem, wenn man da ein bisschen rumtupft. Am besten ist natürlich, wenn es trocken ist, richtig trocken. Ihr seht, auch das, finde ich, hat schon was von einer schönen Optik. Wenn ihr zum Beispiel ein kleines Symbol arbeitet, entweder ein Monogramm oder ihr wollt zum Beispiel zu einer Taufe diesen kleinen Fisch zeichnen oder so. Das sieht immer super aus, wenn man das so ein bisschen anzeichnet. So, und jetzt mache ich nochmal einen Effekt, den ich auch toll finde. Man kann das auch noch leicht anradieren. Je trockener, umso exakter wird das dann. Aber es geht sozusagen die Farbe wieder ein bisschen weg. Und dadurch leuchtet das noch ein bisschen. Ne? Also das ist ganz besonders. Das ist hier noch ein bisschen deutlicher. Ich zeige es euch einfach mal, wenn es trockener wird. Je mehr man das so ein bisschen anstrukturiert hat, umso mehr bleibt auch sowas übrig, als wenn das so auf Stein gemalt ist oder hier auch. Ne? Aber es geht ja in die gleiche Richtung. Und wenn man möchte, kann man hier auch noch wieder einen Akzent setzen und das so ein bisschen nacharbeiten. Hat man auch nochmal einen tollen Effekt. Ne? So ganz zart da rein. Ja? Jetzt möchte ich euch nochmal zeigen, dass die Polychromos-Stifte, sprich die wasserfesten, auch ganz besonders gut auf Grau- oder auf Cappuccino-Book-Farben zu zeichnen sind. Hier ist es jetzt noch ein glatteres Papier, aber inzwischen gibt es eine Weiterentwicklung, die auch extra für Wasserfarben gedacht ist. In dem Fall lassen wir das jetzt weg, aber es ist ganz wunderbar darauf zu zeichnen. Ich schreibe jetzt mal das Wort Herbst, auch ruhig erstmal nur zart. Aber wir wollen es ja noch ein bisschen weiter gestalten. Wir fangen jetzt bei diesen Farbverläufen, die man hier hat, immer eher an mit den mittelstarken Farben. Ihr seht, das ist schon total leuchtet. Das liegt eben daran, dass der Untergrund ein bisschen farbig ist. Und es sieht immer so wahnsinnig edel aus, wenn man auf Grau arbeitet. Das hat immer so einen ganz besonderen Hintergrund. Gehe ich ein bisschen in das Gelbliche rein.
Lasse das so ein bisschen ineinander überlaufen. Ja, auch wenn man übereinander geht, hat schon einen wunderbaren Effekt. Und dann lässt man es ein bisschen ins einfache Farbenspektrum rüberlaufen. Dann kann man hier auch schon mal so ein bisschen reingehen. Ich mache es jetzt ein bisschen weniger perfekt als auf dem Beispiel. Dann kann man ruhig schon mal mit dem Weiß das setzen. Beim Weiß muss man immer sagen, das Highlight oder dieses sollte immer ungefähr auf einer Linie sein. Wenn man sich jetzt vorstellt, man hätte wirklich so einen Buchstaben ausgestanzt, dann hat er ja auch immer auf einer Höhe ungefähr das Licht sitzen, den Lichtreflex. Also nicht überall irgendwo was hinmachen, das sieht immer eher unrealistisch aus. Und so ein bisschen wollen wir ja den Effekt von Gold nachmachen. Jetzt definiere ich es noch ein bisschen nach. Und was immer gut ist, wenn man auch in diese Farbschattierung bräunlich geht, weil auch das gehört zum Rotgold zumindest dazu. Das ist da halt mit drin und dadurch kriegt das immer noch eine Tiefe. Ich habe am Schluss noch mal ein bisschen nachgearbeitet, einfach damit ein bisschen mehr Tiefe reinkommt. Schatten gesetzt. Das ist so ein taubartiges Grau. Das bietet sich sehr an, weil das nicht so hart ist wie das Schwarz. Und da kann man dann noch, wie gesagt, einen Schatteneffekt setzen. Und mit dem Weiß ist es immer wunderbar, noch mal ganz am Schluss rüber zu gehen und die einzelnen Schichten zu verblenden. Und dadurch bekommen auch die einzelnen Farbübergänge eben diese Weichheit, die ja gerade beim Gold schön anfangen dann zu glänzen. Vielen Dank fürs Zuschauen, hat wieder Spaß gemacht. Geht ran, holt euch die Stifte, besorgt euch dieses tolle Buch und los geht's.